Hallo, bleiben Sie bei mir. Leute, im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir den Umgang mit Waffen gelernt haben. Aber es gibt eine Sache, die mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Und das ist die, ja, die erste Hilfe. Was passiert im Notfall? Wie kann ich mich versorgen, aber auch andere? Ben ist wieder mit am Start. Und es gibt heute gibt's den Erste-Hilfe-Kurs. Genau. Wir sind in einem Gebiet, wo viel passieren kann. Wir haben natürlich Equipment dabei, womit wir uns versorgen können. Müssen aber auch wissen, wie es funktioniert. Und derjenige, der uns dieses Equipment sponsert, das ist der liebe Dustin von notfallrucksack.net. Hi. Und der hat gesagt, ey, wirklich, es ist wichtig, dass ihr auch wirklich wisst, wie ihr damit umgeht. Genau, wir finden das Projekt von US Corps richtig, richtig cool. Sponsern daher die IFAX, die sind auch in unserem Notfallrucksack enthalten. Und genau, ich freue mich heute auf die Instruction. Bin gespannt, dass wir alle genug lernen. Und wer uns das Ganze heute zeigt, ist der Chris. Der ist Notfallsanitäter und Stop-the-Bleed-Instructor, einer der wenigen in Deutschland. Also er weiß ganz genau, was er machen muss und wie er uns das zeigen kann und wie man das ganze IFAX verwendet. Wir packen es jetzt einmal aus. Ich fange an mit einem sehr wichtigen Teil. Das ist der Tourniquet, auf Deutsch Blutsperre. Der ist dazu da, um an den Extremitäten, sprich Arm und Bein, eine kritische Blutung zu stoppen. Ein ganz wichtiges Tool, gucken wir uns nachher auch noch genauer an, was wir da, wie das funktioniert und was wir damit machen können. Als nächstes das Israeli-Bandage. Genau, in Deutschland sagen wir nicht mehr Israeli, wir sagen dazu Notverband. Der ist auch ganz wichtig, um Blutung zu stoppen, wo ich halt kein Tourniquet anlegen kann. Damit kann man auch ein bisschen was mehr machen. Zum Beispiel ein Druckverband am Hals geht damit. Wir können damit auch einen kaputten Arm schienen. Das ist alles machbar, gucken wir uns nachher auch nochmal genauer an. Wir haben ganz normale Handschuhe. Das Wichtigste fast. Das fast das Wichtigste, denn der Eigenschutz geht immer vor. Und wir wissen nie, was hat unser Gegenüber vielleicht für Krankheiten im Blut, mit denen wir uns infizieren oder anstecken können. Wir haben zwei Chest Seals dabei. Auch sehr wichtig, um penetrierende Thoraxwunden, also Wunden im Oberkörper, zu sealen, sagt man dazu. Die werden nachher auf den Thorax geklebt, um zu verhindern, dass sich ein Spannungspneumothorax bildet. Gehen wir auch nachher drauf ein, wie wir das, wo wir das machen können. Da haben wir immer Compressed Gauze. Genau, das ist die sogenannte fürs Roundpacking, die Compressed Gauze. Die wird nachher in eine Wunde, zum Beispiel in der Leiste oder im Ellbogen oder im Nacken eingeführt, um die kritische Blutung zu stoppen. Auch das gucken wir uns nachher genauer mal an und üben das alle mal. Und zu guter Letzt noch den Wendeltubus. Auf schlau heißt der Nasopharyngealtubus, wird in die Nase eingeführt, ist eine Luftbrücke, um dafür zu sorgen, dass weiterhin Luft in die Lunge kommt, damit der Patient atmen kann. Also auch sehr wichtig. Cool. Und eine Schere haben wir auch noch, einfach um Kleidung zu entfernen oder halt was zurechtzuschneiden. Manchmal muss man ein bisschen basteln in der Notfallmedizin. Falls das gemacht werden muss, können wir nachher drüber mal quatschen, was es da für Möglichkeiten gibt. Cool. Soweit. Dann würde ich sagen, starten wir. Zuallererst würde ich mich gerne mit euch über eure eigene Sicherheit an der Einsatzstelle unterhalten. Ihr begleitet da drüben die Polizei. Das heißt, es kann durchaus auch zu Situationen kommen, in denen ein Schusswechsel stattfindet. Wir reden in Amerika davon von einem Active Shooter Event. Und da ist der Eigenschutz natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu erzählen, dass ihr da nicht hinrennt. Und die Empfehlungen auch in der taktischen Medizin sind ganz klar, erst zurückzuschießen durch die Einsatzkräfte und dann die Fremd- und Kameradenrettung durchzuführen. Da haben wir aber auch was ganz Wichtiges und das sind einmal die Einmalhandschuhe. Das heißt, sobald ihr irgendwo hinkommt und ihr seht, wir müssen erste Hilfe leisten, immer die Handschuhe anziehen. Das ist das A und O, das ist wichtig. Damit schützt ihr euch einfach alle selber vor irgendwelchen Krankheiten, vor irgendwelchen auch Verletzungen. Das ist ganz wichtig. Solltet ihr dann mal eine Person haben, die bewusstlos ist, kommen wir dann gleich zum nächsten allerersten Step. Wir machen einen sogenannten Blood Sweep. Das heißt, wir haben einen bewusstlosen Patienten, der wurde eventuell angeschossen, ist irgendwo runtergefallen oder hat sich auch durch mit der Flex verletzt. Ist auch ein häufiger Einsatzgrund tatsächlich. Das heißt, der Blood Sweep bezeichnet einfach nur, ich knie vor dem Patienten und streiche den mit meinen Handschuhen einmal ab. Gucke mir nach jeder Körperregion die Handschuhe an, ob ich irgendwo Blut habe. Das heißt, wir machen das einmal an der Brust, auf dem Bauchbereich, einmal an den Armen. Das Ganze auch an den Beinen einmal oberflächlich und das Ganze nachher auch auf dem Rücken. Das heißt, irgendwann müssen wir den Patienten drehen mit einem Helfer. Dürfte ich dich da mal einmal zu uns bitten? Du setzt dich hier hin, eine Hand geht an die Schulter, die andere an die Hüfte und dann versuchen wir den Patienten achsgerecht einmal zu drehen und tasten einmal hier den Rücken ab und gucken, ob sich da irgendwo Blut befindet an den Handschuhen. Sollte das der Fall sein, wissen wir, okay, wir haben da eine Verletzung, die blutet, eventuell im thorakalen oder Brustkorbbereich, wo wir dann eventuell schon zum Chest-Seal kommen müssen und das Chest-Seal anwenden müssen. Mache ich den Blood Sweep
über den Klamotten? Also wenn der blutet, ist das? Oder gehe ich? Das geht durch die Klamotten durch meistens. Okay. Außer die haben Motorradkleidung an oder sowas. Okay. Aber dann kommst du auch mit der Schere, die du dabei hast, nicht weit. Weil die Motorradkleidung, da brauchst du eine spezielle, sehr scharfe Schere, um die aufzuschneiden. Aber bei den meisten Menschen. Also grundsätzlich geht es durch die Kleidung durch und das reicht, dass ich mich erinnere. Okay. Genau. Und nach jedem Körperteil? Nach jedem Körperteil wird auf die Hände geschaut. Okay, das heißt also Oberkörper, Arme, Beine, Rücken, Kopf irgendwie nochmal durchgehen oder so? Macht man Kopf das? Kann man auch einmal abtasten, ist kein Problem. Okay. Die Erfahrung zeigt aber, dass im Kopf eher weniger starke Blutungen zu erwarten sind. Kleine Kopfplatzwunde sieht immer sehr gemein aus, blutet auch, sieht immer viel aus, ist aber nicht so viel und geht meistens schnell zu. Das sind nachher Verletzungen, die versorgen wir dann später, wenn wir das Kritische gestoppt haben. Ja? Okay. Super. Und dann gehen wir jetzt mal weiter und unterhalten uns mal über den Notverband, also die sogenannte Israeli Bandage. Es gibt meistens zwei verschiedene Größen, einmal 4 und 6 Zoll. Das hier ist eine 4er, das ist ein 6 Zoll. Manche haben diese Spange hier, um den Druck aufzubauen. Manche haben diese Spange nicht, die werden einfach nur gewickelt, so wie die hier. Mit der hier kann man zum Beispiel nachher einen Arm schienen oder auch einen Druckverband am Hals machen. Da zeige ich euch gleich, wie das geht. Die hier ist mehr dazu geeignet, um wirklich im Verband anzulegen, wenn ich eine blutende Wunde habe, die viel blutet, aber nicht lebensbedrohlich ist. Lebensbedrohliche Wunden sind meistens arterielle Blutung. Ne, das sieht man dann, das pulsiert raus. Okay? Was ist der Unterschied zwischen arteriell und venöse Blutung? Arteriell ist die Hauptschlagader, kommt vom Herzen, wird direkt vom Herzen gepumpt und venös führt zum Herzen zurück. Das ist nicht so viel Druck dahinter. Also spritzt dann weniger? Das spritzt weniger und geht ein bisschen langsamer. Im Endeffekt sind es beides blutungversorgende Gefäße. Wenn die stark bluten und da viel Blut rausläuft, ist blöd. Ein Mensch hat 5 bis 6 Liter Blut, ab 1 Liter wird es kritisch. Ach, krass, okay. 1 Liter Verlust? 1 Liter Blutverlust. Ja. Wird schon für den Patienten gefährlich. Kurzer Exkurs dazu. In den Oberarm passt ein halber Liter, ins Becken passen bis zu 4 Litern, in die Oberschenkel passen bis zu 3 Liter, im Bauchraum passt ein bisschen mehr, in den Thorax passt ca. auch 500 Milliliter bis 1 Liter rein. Also wir können schon sehr viel Blut nach innen bluten, ohne dass es überhaupt gesehen wird. Wow. Die sind hier so ein bisschen zusammengewebt, wie ihr seht. Warum sind die so besonders? Weil die einfach schnell sind. Die sind schnell in der Anlage und die haben hier nochmal diesen Druckpunkt. Damit kann man halt einfach nochmal massiv viel Druck auf die Wunde bringen. Und es ist halt nochmal, ihr kennt euch wahrscheinlich noch, kennt ihr noch euren Erste-Hilfe-Kurs? Wie der klassische Druckverband gemacht wird. Drumwickeln, noch ein Verbandpäckchen nehmen, drauf und dann kannst du bis unendlich stapeln. Und das hast du hier nicht, weil du hier dann einfach durchgehst und direkt Druck auf die Wunde bringst. Jede Blutung lässt sich mit genügend Druck stoppen. Punkt. Grundsatz. Das ist eher weniger zur Eigenrettung gedacht, sondern wirklich eher zur Fremdrettung. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben die Blutung hier am Unterarm. Das ist jetzt keine kritische Blutung, aber die muss trotzdem versorgt und gestoppt werden zeitnah. Bei jedem Milliliter Blut, den wir verlieren, das ist einfach Nährstoffe, das fehlt unserem Körper, um gut zu funktionieren. Das heißt, ich nehme mir das hier, die Wundauflage, die ist auch sehr stark saugend, lege die auf und dann fange ich einfach an, einmal drum zu wickeln. Ich muss das gar nicht so festmachen. Und dann ist jetzt der Trick, ich gehe hier einmal nur rein. Ihr seht, wenn ihr mal richtig hinguckt, sind hier so kleine Haken drin. Die sind gleich wichtig. Ich gehe da einmal durch und gehe dann ein zweites Mal durch. Geht man zweimal durch, ja? Ja, also man kann auch einmal durchgehen, aber ich gehe immer ein zweites Mal durch. Ist einfach safe. Und jetzt, wenn ich beim zweiten Mal, bringe ich Druck in die Gegenrichtung auf. Und jetzt seht ihr, jetzt gehen hier diese Speichen rein und du merkst, wie das da drauf drückt. Ja. Und dann wickel ich das nur noch rum. Das muss auch nicht schön aussehen, das muss praktisch sein und funktionieren. Die Spange sollte im besten Fall auf der Wunde direkt drauf sein. Genau, die Spange ist auf der Wunde drauf. Die Dinger sind so gebaut, dass du immer direkt auf die Wunde kommst. Ich habe es jetzt schon ein bisschen aufgemacht. Nachher das Abrollen bei einem Zun geht ein bisschen einfacher. Das üben wir dann auch gleich nochmal. So, dann seht ihr, habe ich hier nochmal dieses Plastikspange, wo auch wieder diese Widerhaken drin sind. Um das Ganze zu sichern, ziehe ich das hier durch und dann ist fertig. Das war jetzt eine 6 Zoll. Ich bevorzuge immer die 4 Zoll mit Spange und nicht die 6 Zoll, weil die ein bisschen handlicher sind. Ja. Also zweimal durchgegangen, ne? Mhm. Zweimal hin und dann danach direkt wieder. Jetzt schon zurück. Anders jetzt muss einmal zurück, genau, komplett rüber. Genau, und dann richtig ziehen. Richtig und jetzt schon rüber, nach dem zweiten Mal durch. Einfach in die gegengesetzte Richtung Druck aufbauen.
Also aufgehen kannst du auf jeden Fall nicht, weil durch diese Widerhaken, ey, die sind schon echt. Ja, die sind echt dolle. Ja, vor allem, was ich krass fand tatsächlich, wenn du das wieder abmachst, ne? Also wenn du das jetzt, wenn ich jetzt loslasse, hält's halt immer noch. Hält's halt trotzdem noch. Ja. Ach übrigens, falls euch die Artikel gefallen haben und ihr auch Interesse an das IFAK habt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserer Seite, könnt ihr das IFAK kaufen und mit dem Code USCOPS könnt ihr sogar noch 15% sparen. Wir haben da noch zwei, drei Sachen, die wir damit machen können. Und zum einen hat man ja auch das Problem, wenn man mal die Schulter verletzt hat, mal unabhängig davon, ob da jetzt durchgeschossen wurde, sondern auch beim Sport oder sowas und man will das Ganze jetzt ruhig stellen. Dann haben viele von diesen Notverbänden hier unten eine Schlaufe. Darf ich das mal dir zeigen, was man da machen kann? Ja, gerne, ja. Dann nehme ich diese Schlaufe und schiebe die durch deine Hand. Also schiebe deine Hand durch diese Schlaufe. Und jetzt seht ihr, habe ich das hier. Und dann kann ich einfach hier anfangen, dem Patienten oder dem Verunfallten hier das Ganze zu sichern. Und das sieht dann tatsächlich relativ häufig, ne, dass es so verwendet wird auch. Ja, weil es dafür perfekt ist. Weil die Technik mit dem Dreiecktuch, wie wir das alle vom Erste-Hilfe-Kurs kennen, die ist zwar schön und das geht auch, aber jeder, der das schon mal gemacht hat und jetzt hier gerade zuguckt, der sieht, dass das so deutlich effizienter und schneller ist. Krass. Das sieht auch echt stabil aus, ne? Du lässt richtig schön hängen und merkst, die Schulter ist komplett entlastet, der Arm ist komplett entlastet. Wann würde man das jetzt machen? In welchen Situationen? Bei allen Verletzungen, die den Arm betreffen, wo du eine Ruhigstellung haben willst. Zum Beispiel bei einem Car Accident, also in einem Verkehrsunfall, Vehicle Car Accident. Der Patient steigt aus und hat durch den Airbag eine Prellung in der Schulter, das tut sehr weh oder die Schulter ist ausgekugelt. Da kann man dann sowas machen, um das erstmal ruhig halt zu stellen. Genau, man soll immer, wenn man entlastet, immer versuchen, über zwei Gelenke zu entlasten. Sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, hier ist was gebrochen, der Unterarm zum Beispiel, dann haben wir hier das Gelenk haben wir entlastet und das Handgelenk hier entlastet und haben perfekt geschient und jeder. Wenn du damit zum Rettungsdienst gehst und du das schon so gemacht hast, dann ist der Rettungsdienst dankbar und muss da eigentlich nichts mehr machen. Und lädt den Patienten ein, gibt ihm noch ein bisschen Schmerzmedikamente, damit er nicht so dolle Schmerzen hat. Kriegt er auch? Nee. Schade. Ich habe heute kein Ketamin für dich, tut mir leid. Ich kann die Paracetamol IV anbieten. Ich brauche meinen Keter. Dann jetzt hier unten rum. Genau, und dann hier um den Ellbogen einmal führen. Ich fasse mal um dich rum. Hier darauf achten, dass du den Ellbogen ein bisschen einpasst, dass es hier ist. Okay. Und dann einfach nur gerade bleiben und rumwickeln. Und da ist aber auch bestimmt dann auch der 16 Zoll, 6 Zoll ein bisschen entspannter, ne? Genau, der ist einfach größer ist dann. Genau. So, jetzt haben wir ganz schön viel geübt und jetzt ist mir aufgefallen, dass wir alle einen Fehler gemacht haben. Habt ihr eine Idee, welchen wir gemacht haben könnten? Also alle außer ich. Alles offensichtlich, dann haben wir alle keine Handschuhe. Handschuhe, ja. Zieht euch Handschuhe an. Wir üben jetzt ganz viel, wir machen ganz viel praktisch. Das wird oft unterschätzt, ne? Das ist wichtig, das ist einfach echt wichtig. Man geht davon aus, oder Studien zum Beispiel haben bewiesen, dass über 80% der nosokomialen Infektionen, also jeder Schnupfen, jede Grippe, nicht durch direkt Tröpfchen übertragen wird, sondern durch Kontakt mit den Handflächen und dann nicht Hände gewaschen hat. Deswegen war ja in Corona auch ganz groß, wascht euch regelmäßig die Hände. Jetzt unterhalten wir uns darüber, was mache ich da mit einer blutenden Wunde am Hals? Man sagt ja immer so scherzhaft, ja, Druckverband am Hals, zwinker, zwinker, das geht. Ich suche mir die Stelle am Hals, die blutet. Das kann jetzt bei Dustin, also wenn wir Dustin als Beispiel nehmen, einfach hier die Seite sein. Und dann bitte ich Dustin erstmal den gegenüberliegenden Arm über den Kopf zu heben, und zwar so. Und dann fange ich an mit meiner Maßnahme. Dann drücke ich hier drauf. Und auch so, dass, wie wir es vorhin am Arm gemacht haben, und fange an, hier zu wickeln. Das ist auch unangenehm. Du bist jetzt andere mit unterm Arm durchgegangen, ne? Genau. Ja, deswegen ist der ja oben, okay. So, und dann ziehe ich hier fest und bleib auch schön unterm Arm und bitte ihn weiterhin, den Arm oben zu halten. Und dann mache ich das ganz genau wie vorhin, bringe hier Druck drauf. Du merkst, es entsteht schon eine Stauung. Definitiv, ja. Dustin wird rot im Gesicht. Gleich wie um. Dustin wird blau im Gesicht. Dustin redet gleich mit einer hohen Stimme. Und schon habe ich die Blutung aus der Halsschlagader zum Beispiel gestoppt. Dustins Leben gestoppt. Dustin kann das Ganze jetzt noch verstärken, den Zug, indem er den Arm einfach runternimmt. Oh ja. Ja, krass. Ach, krass, ja. Interessant, ja, ist wirklich fest. Das Hirn ist trotzdem noch versorgt mit Sauerstoff und Nährstoffen, weil wir die andere Seite frei haben. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was für leider viele Instruktoren und auch für viele Zivilisten immer der Fancy-Shit ist. Die kennen immer nur ein Tourniquet in der Blutungskontrolle.
Er ist ein wichtiger Bestandteil und ich möchte ihn auch gar nicht schlecht reden und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Man kann damit aber auch ein bisschen mehr machen als immer nur Tourniquet. Jetzt haben wir hier den Rhino Rescue und es war so ein bisschen Grundsätzliches zum Tourniquet. Wenn ihr die North American Rescue Tourniquets kauft, also diese wirklich teuren Produkte, die sage ich mal, der Rettungswagen mit sich führt, dann kommen die schon immer so verpackt, ich habe mal hier einen noch eingepackt, dass die fertig sind. Da müssen wir nicht mehr viel präparieren. Wir packen die aus und dann hast du den, ist der schon so vorbereitet, dass wir da nicht mehr viel machen müssen. Na, wenn ich mir den jetzt hier ausziehe, ist meine Schlaufe groß genug, dass mein Arm da durchpasst. Da passt auch erstmal so das Standardbein durch. Wenn ich mir jetzt den Reno Rescue angucke, da ist das genauso. Wenn ich den hier auseinander mache, ist der leider noch nicht so. Das heißt, wir müssen uns den erstmal präparieren. Da ein Tourniquet ja primär auch immer erstmal zur Eigenrettung dient, so groß zu machen, dass das eigene Bein da durchpasst, wenn ich es mir anlegen möchte. Das ist in der Regel so. Dann nehme ich den und dann kann ich den hier schön falten und dann passt der überall rein. Ne? Dann wichtig ist auch, falls das hier ist bei manchen Tourniquets auch hier drüber geklebt, das machen wir auch nicht, sondern wir machen das, wie Rhino Rescue das hier schon schön gemacht hatte, so zur Seite, dass das hier immer offen ist, dass ich ja auch immer den Knebel habe. Den Knebel kann ich hier schon reinmachen, ich selber habe ihn einfach immer hier so lose baumeln, dass ich halt ihn nicht erst irgendwo rausfummeln muss, weil wir befinden uns ja natürlich auch immer in einer Stresssituation. Ne? In einer Stresssituation sind Sachen, muss ich Sachen geübt haben, damit sie reibungslos klappen. Wenn ich Sachen nur 2-3 Mal gemacht habe, dann kann es zu Fehlern kommen, das ist auch vollkommen okay. Aber ich kann versuchen, Fehlerquellen im Vornherein schon zu minimieren. Ein nettes Tool hier bei dem Rhino Rescue haben wir gerade entdeckt. Der ist hier oben ein Stift integriert. Auch erstmal initial so eine rote Schutzhülle drauf. Die kann ich hier auf dem Weißen ein bisschen abkratzen, wie ihr seht. Und dann kann ich hier die Zeit draufschreiben. 12:45. Wir haben hier einen offiziellen Algorithmus kleben, wie wir bei so einer kritischen Blutung mit Tourniquet oder Woundpacking vorgehen. Ich möchte dem gerne ein klein wenig abändern und dazu noch 1-2 Worte sagen, weil auf diesem Algorithmus steht, dass man als allererstes Druck auf die Wunde ausüben soll. Das ist auch richtig. Und warum ist das so? Weil bis ich den Tourniquet angelegt habe, will ich ja nicht, dass es weiter blutet. Das heißt, ich versuche erstmal mit Druck auf die Wunde oder auf das Gefäß dafür zu sorgen, dass weniger Blut auf jeden Fall rauskommt. Wir haben jetzt hier unseren Patienten und sehen, der blutet hier aus der Leiste, kannst du die Beine lang machen, blutet hier auf Höhe des Knies raus und das ist schon eine große Blutlache. Wir gehen also erstmal davon aus, der Patient ist kritisch am Verbluten. Jetzt ist das Problem, wenn der so liegt und ich das an der Fremdanlage mache, dann brauche ich, kann ich das schlecht so durchschieben. Dann muss ich mir das vorher aufmachen und das, ich will ja möglichst wenig Zeit verlieren. Also gehe ich hin und kniere mich auf den Patienten drauf mit einem Knie, um die Blutung zu stoppen. Dann nehme ich, mache das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Darfst ruhig Vollgas. Dann knie ich mich drauf und dann kann ich das durch das Knie nach oben anlegen. Taschen machen wir vorher natürlich leer. Mir ging es jetzt nur darum zu zeigen, wie knie ich mich drauf. Dass ich einmal zeige, ich knie hier in der Leiste, um direkt die Blutversorgung von dem Gefäß zu unterbinden. Dasselbe geht natürlich auch auf dem Oberarm. Und man legt den Tourniquet immer da oben an, oder? Reden wir gleich drüber, wie wir das machen. Der wird euch anschreien, der sagt, das tut weh, das tut aua, aua, aua weh. Und die Tourniquet-Anlage nachher, wenn der richtig angelegt hat, der tut auch höllisch weh. Wir sagen so schön, life for limb. Also Leben geht vor Verletzung. Das heißt, wenn ich jemanden aus Versehen verletze, während ich ihm das Leben rette, ist das halt so. Da kann man auch nicht verklagt werden. Das ist werden, wie im Erste-Hilfe-Kurs, wenn die Rippen brechen, dann ist das genau. Immer so. Kurz um das klarzustellen, die Rippen brechen nicht. Ne? Kennt ihr diese Luftpolsterfolien? Ja. Das ist ein ähnliches Geräusch, wenn du da drauf drückst. Ja. Du hast hier das Brustbein. Das Brustbein ist über Knorpelgelenke festgemacht an den Rippen. Wenn du auf das Brustbein drückst, dann drückst du praktisch nur Knorpel durch. Den Knorpel raus. Die Rippen brechen selten dabei. Würden die Rippen brechen, hättest du ja dauerhaft das Problem und die Sorge, dass du die Lunge mit den Rippen perforieren kannst. Wie legen wir den an? Die Tactical Emergency Casualty Care Guidelines sagen High and Tight. Warum sagen die High and Tight? Weil die sagen natürlich, wir haben hier eine Active Shooter Event, also Tactical Emergency Casualty Care ist immer in einem Active Shooter Event im Rahmen von Law Enforcement oder im soldatischen Bereich. Und die sagen natürlich High and Tight, weil desto höher ich abbinde, desto mehr habe ich auf wie immer gestoppt. Im zivilen Setting können wir sagen, eine Handbreit über der Verletzung. Das reicht vollkommen ausreichend.
warum eine Handbreit und warum nicht nur ein Zentimeter oder so. Falls der erste Tourniquet nicht ausreicht, kann ich einen zweiten direkt darunter anlegen oder darüber. Die häufigsten Fehler der Tourniquet-Anlage sind natürlich über der Tasche angelegt, wo irgendwas drin ist. Ich kann das über einer Tasche anlegen, das ist gar kein Problem, die muss nur leer sein dann. Der nächste Fehler ist, wenn ich das Tourniquet drum gemacht habe, ist das sogenannte Pre-Tightening nicht vernünftig gemacht. Das heißt, es wird einfach nur drum gelegt und dann hier und dann drehe ich mir hier einen Wolf. Pre-Tightening bezeichnet, dass ich das so fest, wie es geht, einmal vorher anziehe. Und ihr merkt, also wir können jetzt mal anfassen, das ist schon relativ tight jetzt. Und dann fange ich erst an zu drehen. Und dann kann ich drehen. Also ich mache jetzt mal eng, ein bisschen. Ne? Also ihr seht jetzt hier schon an meiner Vene, da ist schon eine ordentliche Stauung da. Wir könnten jetzt mal einen Puls tasten. Der ist bei mir noch da, das heißt, ich müsste nochmal drehen. Und wir drehen so lange, bis die Blutung stoppt oder es nicht mehr geht. Und dann bleibt der Tourniquet dran. Der wird nicht mehr abgenommen, das machen nachher die Docs im Krankenhaus. Was mache ich dann? Ich habe ihn mir jetzt hier festgemacht, habe jetzt gedreht. Dann nehme ich das, führe den Klett einmal hier durch. So. Und dann das da drüber und dann ist das Ganze gesichert. Dann wird hier die Zeit noch notiert, gerade eben für dieses absterbende Gewebe eventuell, fürs Krankenhaus und dann ist das safe. Genau, jetzt haben wir dieses Problem, ich habe den festgezogen, es blutet immer noch. Dann kann ich einfach einen zweiten Tourniquet nehmen und den genauso anwenden und genauso festziehen. Auch hier wieder pre-tighten und dann drehen, das geht. Deswegen halt diese Handbreit oder High and Tight oder 5 cm. Was nicht geht, ist Tourniquet auf dem Gelenk anlegen. Das ist auch immer blöd, das geht nicht. Was aber geht, zum Beispiel am Unterarm, weil wir Elle und Speichel haben, das ist gar kein Problem. Wir haben eine Arterie, die geht direkt dazwischen durch. Das heißt, durch die Knochen kriegen wir nochmal eine extra Kompression, wenn wir den Tourniquet anlegen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die unteren Extremitäten, also für den Unterschenkel, wo wir das Schienbein uns alles Tibia und Fibula haben. Sollte das jetzt erstmal weiter durch? Ja, sind wir durch. Ich glaube, noch eine ist hart. Oh. Dreh mal fest, damit du weißt, wo du hin musst. Ich kann hier nicht fester drehen. Ich habe, glaube ich, so fest schon. Warte, guck mal, ich zeig dir mal, wie fest es geht. Alter. Ich habe das so fest gezogen. Wenn es dir wehtut, geht immer noch was. So, und dann sicherst du den hier so da rein. Zeitstempel. Alter, holy shit. Geil. Und jetzt wird das einmal durchgeführt. Weh. Einfach so extrem. Echt, ja. So, reicht so? Ja. Und jetzt den Zeitstempel drüber zum Sichern. Also was wir jetzt mal checken können hier, da kommen wir später jetzt noch dazu, zur sogenannten Recap-Zeit. Das ist ein schnelles Tool, um uns zu sagen, ist der Patient Kreislauf stabil oder nicht. Ich nehme mir in der Regel, ich ziehe jetzt mal den Handschuh aus, nehme ich mir seinen Finger, drücke hier einen Augenblick drauf. Ihr seht, jetzt ist der weiß. Und dann nehme ich die Zeit, wie lange das dauert, bis der wieder durchblutet wird. Die sollte bei einem normalen Patienten, der einen guten Kreislauf hat, unter 2 Sekunden sein, 2 oder kleiner. Bei jemandem, der jetzt so wie er, wo der Tourniquet schon ein bisschen die Blutversorgung stört, können wir mal hier, um das ein bisschen markanter zu zeigen, draufdrücken, ist sie deutlich verzögert. Das heißt, wir hätten hier eine schlechte Kreislaufsituation. Natürlich haben wir jetzt hier keine schlechte Kreislaufsituation, weil wir das simuliert haben. Mhm. Aber solltet ihr einen Patienten haben, wo ihr diesen Test macht, dann kann es natürlich sein, dass sie verzögert ist. Und dann ist für euch ein Hinweis, okay, der hat schon sehr, sehr viel Blut verloren. 250 habe ich meine Mama gesagt. Ja, ist natürlich. Naja, also, du sagst Bescheid. Ja, nee, das okay. Tut schon weh, Ben. Es tut schon weh. Jetzt? Ja? Ja? Es zieht auch ganz schön. Okay, krass. Ich mach schnell, okay? Ja. Und Zeitruf schreiben und alles ist ja. Ich will nochmal Woundpacking kurz definieren ins Deutsche, was das ist. Ja, können wir gerne machen. Woundpacking ist die Wundtamponade. Das heißt, wir nehmen spezielle Gauze, in diesem Fall hier entweder die hier oder die von Rhino Rescue. Ja. Und führen die in eine Wunde ein. Machen wir das einfach mal auf und gucken uns mal an, was wir hier haben. Das sieht wenig aus, das sind 4 Meter Verbandmull. Ach krass. Die sind ja besonders auch vakuumverpackt, ne? Genau, deswegen sind die so zusammen komprimiert. Und die sind Z-folded, nennt sich das, also Z-gefaltet. Dadurch erreiche ich halt diese hohe Kompressionsrate und habe dann nachher hier 4 Meter Material. Weil was wollen wir damit erreichen mit dem Woundpacking, also mit der Wundtamponade? Wir wollen von innen so viel Druck auf das blutende Gefäß ausüben, dass es nicht mehr weiter blutet. Dass das Blut die Möglichkeit hat zu gerinnen und einen Thrombus zu bilden, also einen Blood Knot.
kommen wir einmal kurz dazu, wann machen wir das? Das machen wir an Verletzungen im Achselbereich, in der Leiste oder auch im Nackenbereich. Ne? Da haben wir viele... Nur dort und auch nicht im Bauch. Achsel, Leiste, Nacken. Genau. Warum nicht im Bauch? Im Bauch nicht, weil du zu wenig hast. Also da brauchst du Bauchtücher in der Chirurgie, bestimmt schon mal in Grey's Anatomy oder sowas gesehen, dass sie mehr Bauchtücher brauchen. Du brauchst einfach massiv viel Material, weil es eine massiv große Körperhöhle ist, in die es bluten kann. Ah, okay, ja. Ne, wir wollen damit Körperhöhlen auspacken und in der Regel sind die Achseln da, wo ich kein Tourniquet anlegen kann, da kann ich auch schlecht irgendwie Druck ausüben. Der Nacken genauso und halt auch die Leisten. Das sind überall, hier führt die Arteria brachialis, also die oberarmversorgende Arterie lang. Hier hinten führen verschiedene Arterien lang und in der Leiste natürlich die Leistenarterie, die unsere... Stichwunden zum Beispiel? Ja. Schusswunden, Stichwunden, alles mögliche. Schon starke Blutungen, die man mit dem Stopfen... In der Regel beschäftigen kann. Viele First Responder, also Ambulanzen, Rettungsdienste haben davon mindestens zwei, weil es durchaus auch mal sein kann bei einem großen Menschen, dass du zwei für eine Körperhöhle brauchst. Ach krass, ich stopfe da alles rein. Genau, also in der Regel das hätte ich nicht gedacht. Ich reiße es irgendwann ab und sage, okay, brauchst du mal. Ja, das kann passieren. Krass, das kann passieren, ne? Wenn die Körperhöhle voll ist nach den ersten 3 Metern, dann ist die Körperhöhle voll nach 3 Metern. Ne? Dann machst du nicht mehr rein, dann bleibt es dabei. Also, was habe ich? Ich habe jetzt hier meinen Trainer einmal, ich habe die Wunde, die blutet. Als allererstes muss ich mir natürlich mein Material vorbereiten, sprich ich reiße es mir auf. Das ist immer gar nicht so leicht, ne? Wie ihr seht. So, es gibt hier immer so ein bisschen kleinen Einschnitt. Und dann ziehe ich mir das raus. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, ich stecke da ja was Steriles rein und will das ja auch so lange wie möglich steril behalten. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, lege ich mir das irgendwie so auf den Oberschenkel ab oder ziehe mir ein bisschen ab und werfe mir das über die Schulter oder so. Ist dann immer noch nicht so steril, wie es eigentlich sein sollte, aber besser als es direkt in den Dreck zu werfen. Stimmt, ja. Ich habe mir das jetzt vorbereitet und mache mir hier so einen kleinen Knödel, sage ich mal so. Nicht Knoten, aber so ein kleines Stückchen. Und dann gehe ich rein mit dem Finger in die Wunde und suche mir die Blutungsquelle. Das merke ich, weil es pulsiert. Ne? Also, okay. Und ich räume die halt auch. Ich räume die natürlich auch vorher ein bisschen frei und dann gucke ich mal. So, jetzt habe ich hier die Blutung und dann gehe ich, drücke ich direkt. Wichtig, ne? Das ist super wichtig. Dann gehe ich mit dem Finger rein, direkt zu der Blutung und drücke da drauf. Und mit der zweiten Hand führe ich dann die Gase ein. Und dann wird das Ganze so eng wie möglich und so schnell wie möglich da reingestopft. Und ich versuche immer auch den Druck aufrecht zu erhalten auf der Stelle, wo gepackt wird. Das ist eine super, super blutige Angelegenheit, weil das wird immer weiter raussupschen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen, dass es dann aufhört zu bluten. Und dann wird das gepackt. Und das merkt ihr, jetzt habe ich hier schon den ersten Meter habe ich schon drinne versenkt. So, jetzt wäre ich durch. Jetzt nehme ich meine Kompresse und drücke mit beiden Händen nochmal drauf, ca. 1 bis 2 Minuten, um das Ganze einfach die Blutgerinnung zu unterstützen. Durch den Druck werden die Trompen ein bisschen zusammengedrückt im Blut und dadurch kann nachher die Blutgerinnung ein bisschen aktiviert werden. Wenn dann diese 2 Minuten um sind, ihr seht, ist auch direkt ein bisschen aufgesaugt hier, mache ich einfach den Verband rum und fertig ist. Also du fängst an, die Blutungsstelle ein bisschen auszuräumen. Also du drückst so nach. Genau. Und es ist schon echt unmöglich, wenn so viel... Wenn das so nachblutet, genau. Ja. Alter, das ist krass, wie fest es da drin wird. Wie viel Kraft man auch anwenden muss, oder? Brutal, also, hätte ich überhaupt gar nicht... Ja, ich drück da richtig voll rein. Gar nicht erwartet, ey. Dann machst du mal erst den Boden, ne, komplett. Genau, also Etage für Etage am besten. Ja. Dann passiert dir auch nicht sowas, dass du hinten irgendwas vergisst oder auslässt. Guck mal, bis hierhin war gut. Hm. Musst du anfangen hier hinten, siehst okay, du das? Okay, dass du halt die ganze Wunde die ganze Wundhöhle auspolstern, okay. Auspacken. Drauflegen mit der Wundauflage und dann draufdrücken mit beiden Händen. Nee, richtig? So, ja. So. Richtig mit Kraft, genau, richtig draufstützen. Perfekt. Und dann warte ich so lange bis... 1 bis 2 Minuten ungefähr. Ja. Also wir haben jetzt hier noch die Chest Seals, über die wir uns einmal unterhalten sollen. Was ist ein Chest Seal? Übersetzt heißt das Thoraxpflaster. Damit können wir nachher verhindern, bei spitzen, penetrierenden Verletzungen des Thorax, sprich des Brustbereiches, einen sogenannten Pneumothorax, einen Spannungspneumothorax. Kurzer Ausflug in den Hintergrund. Ein Spannungspneumothorax ist eine pathologische Luftansammlung, die in einem
Zwischenrippenraum, der die Lunge, der immer größer wird und dann die Lunge verdrängt. Dadurch kommt es dazu, dass die Lunge sich nicht mehr voll entfalten kann, der Patient kriegt Atemnot und irgendwann in einem sehr fortgeschrittenen Stadium kommt es leider auch dazu, dass der Patient, das Gehirn nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, weil die Blutversorgung unterbunden wird, weil diese Hauptschlagader, die halt einmal durch unsere Körpermitte läuft, verschoben wird. Es ist ein sehr kritisches Krankheitsbild, das können wir damit verhindern, wir können es nicht beheben. Der Inhalt ist natürlich einmal mit einer kleinen Gase, also mit einer Wundauflage, damit wischen wir Blut oder Dreck einmal großrum ab. Das muss trocken sein, der Bereich, wo wir es draufkleben. Und dann haben die hier Ventile, auch die Pflaster, die natürlich dann ein bisschen Wundflüssigkeit, die abläuft, wird rausgeleitet, aber die verhindern, dass weiter Luft reingezogen wird. Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir zum Beispiel eine Stichverletzung haben, kann es zu einer Art Ventilfunktion durch die Haut kommen. Sprich, wenn ich einatme, entsteht ja ein Vakuum, das saugt dann Luft rein. Und beim Ausatmen wird die Haut aber verschlossen und die Luft kann nicht mehr entweichen. Okay. Dadurch kommt es zu diesem intrathorakalen Druck. Dazu haben wir hier das wunderbare Chest-Seal, was wir dann haben. Die kleben wie Huller, deswegen zeige ich das einmal so. Das wird abgezogen und wird mit diesem Bereich hier, das könnt ihr alle sehen, dieser, der so ein bisschen hier auch eckig ist, auf die Wunde draufgeklebt. Und ich fange am besten von einer Seite aus an, wie so eine Displayfolie am Handy, die er drauf macht. Okay. Dass das wirklich sicher ist. Wichtig sind dann halt auch die abschließenden Ränder, dass die wirklich safe sind. Wer hat denn am wenigsten Körperbehaarung? Das denn? Wahrscheinlich ich, ja. Handschuhe habe ich an. Ich nehme die mitgelieferte Gase, reinige einmal den Thorax und sehe, ich hätte jetzt hier meine Verletzung. Nehme das hier und dann wird das Ganze auf diese Verletzung geklebt. Boah, krass. Es tut natürlich auch ein bisschen wie, wenn ich das hier jetzt feststreiche. Und dann seht ihr, ist das dicht. Wenn er jetzt atmet, dann wäre das, würde ja durch krass. Diese Verletzung... Die Luft kann jetzt raus, aber nicht mehr rein, richtig? Genau. Die Luft könnte raus, aber es kommt keine mehr rein. Und Flüssigkeiten könnten jetzt, hier seht ihr diese Löcher, dadurch könnten Flüssigkeiten ablaufen. Ah! Hat das so weh? Nee, ja, ging. Klebt manchmal nicht mehr so gut, ne? Also hier nee, das ist Eimer-Use. Ja. Das klebst du drauf und dann machen die das im Krankenhaus erst runter und dann kriegt er eine Thorax-Drainage gelegt. Das heißt, die nehmen Skalpell, nehmen den Arm hier so zur Seite, gucken die Rippen hier und auf der Höhe wird dann geschnitten. Also wird ein Schnitt gemacht, dann gehst du mit zwei Fingern rein, weitest dir den Kanal und dann schiebst du einen riesen Schlauch mit einem Beutel rein und das wird dann hier an der Seite nochmal festgeklebt. Also musst du auch richtig dann Kraft aufwenden, macht richtig Spaß, so eine Thorax-Drainage. Krass. So, und den Luftröhrenschnitt, den klassischen, würde man machen. Man tastet hier den Schildknorpel, das Ligamentum conicum. Mhm. Und dann geht man so runter und dann tastet hier so eine Struktur, merkst du das? Mhm. Fühlt sich ganz unangenehm an. Ja. Da wird reingeschnitten. Da mache ich dann hier und einmal einen breiten Schnitt und dann schiebe ich da einfach nur einen Tubus rein. Krass. Man muss sich halt auskennen. Also hier oder das hier? Also du hast hier den Schildknorpel und dann gehst du da so runter. Das kann ich und merkst dann hier so eine... Ah. Merkst du? Ja. So, jetzt kommen wir zum letzten Tagespunkt für heute. Und das ist hier einmal der sogenannte Wendeltubus. Das ist ein nasopharyngealer Atemwegshilfe, das heißt Naso von Nase, pharyngeal von Pharynx, sprich dem Rachenbereich. Und wir haben das Schöne ist, unsere Nasenhöhle geht in den Rachenbereich über und wir können damit überbrücken, falls der Patient ein bisschen Atemhilfe braucht. Das ist nichts, was ihn das Leben rettet, aber es ist nice to have und macht euch eine Hand frei beim Kopfüberstrecken. Ja? Das ist auch kein Hexenwerk. Der wir ersparen uns das Kopfüberstrecken damit. Nicht ganz, aber eine Hand frei. Okay. Und eine Hilfe. Mhm. Wann wendet man das an? Bei bewusstlosen Patienten. Jeder bewusstlose Patient kann dieses Ding bekommen. Der ist steril eingepackt. Jetzt ist die Frage, wie schätzt man die Größe ab? Naja, man guckt sich das Ding an und guckt, ob das ungefähr in die Nase reinpasst. Mehr ist das nicht. Ich habe große Nasenlöcher. Sehr gut. Das ist steril eingepackt, das lassen wir auch steril. An dieser Stelle fürs IFAX gibt es so Gleitgel tatsächlich, Optiloop nennt sich das, medizinisches Gleitgel, ist so eine kleine Packung. So, das kann man damit reintun. Wenn ihr das nicht habt, ist es ganz einfach, das Ding auspacken, einmal durch den Mund, durch die Sabber des Patienten ziehen und dann geht das auch rein. Als Gleithilfe. Geht auch ohne Gleithilfe, ist nur ein bisschen... Wir kennen das ja alle. Also jetzt sehen wir, der ist so ein bisschen gebogen. Wir haben jetzt den Patienten und wichtig ist, wir gehen nicht so rein, sondern wir gehen gerade rein
Und dann wird er einfach nur unter einer drehenden Bewegung. Oh, ganz. Alter. Der ist ganz schön. Ja, ja, das ist groß. Unter einer drehenden Bewegung eingeführt. Warte mal, gib mir mal. Da ist so ein kleiner. Nehmen wir mal den kleineren. Wir nehmen dann das andere Nasenloch. Ja, willst du nochmal andecken? Ja, gerne. Also das ist jetzt einer für Kinder. Oh, das ist in Ordnung. Damit kann ich arbeiten. Guck mal, er weint auch ein bisschen. Und dann wird er einfach so. Zack. Einatmen. Mehr ist das nicht. Atme mal. Mach ich. Das ist total easy. Ist nicht schlimm. Und normalerweise sind die halt länger. Und also ein 28er wäre besser. Musst ein 6,5er. Das hilft beim durch die Nase atmen. Und das ist halt... Wenn der jetzt so liegt und bewusstlos wäre, würde ja die Zunge nach hinten rutschen. Mhm. Und das schafft praktisch eine Atembrücke. Ah, okay. Ne, trotzdem muss ich immer mal, wenn er jetzt bewusstlos ist, einmal mit dem Essmarchhandgriff, Mund öffnen, reingucken und Kopf überstrecken. Jetzt haben wir den versorgt, der hat sein Tourniquet angelegt, der Patient. Der hat sein Chest-Seal bekommen, die Blutungen sind gestoppt, aber der ist halt jetzt bewusstlos. Was machen wir mit dem, damit wir die Atemwege dauerhaft frei halten? Wir haben jetzt festgestellt, unser Wendeltubus passt leider nicht. Müssen wir uns eine Alternative suchen und das ist in dem Fall die stabile Seitenlage. Da gehört auch gar nicht mehr viel dazu. Der eine Arm geht nach oben. Ich nehme hier das Knie, nehme das so ran und dann wird der Patient hier einfach über sein Knie gedreht und liegt stabil. Dann kann ich mir hier noch den Arm nehmen, den da hinlegen, überstreckt nochmal den Kopf. Und ihr seht, der Patient liegt stabil, der kann nicht mehr zurück, die Atemwege sind frei. Wenn ihm jetzt Erbrochenes erbrechen sollte, kann ihm das aus dem Mund laufen und der Patient ist stabil. Und ich kann nochmal Check the Back zum Abschluss machen. Fertig. Was passiert jetzt? Jetzt wird ein bisschen Szenario gemacht. Das heißt, ich bin die verletzte Person und die Jungs kommen in ein Szenario, das sie nicht kennen. Das heißt also, ich habe bestimmte Verletzungsmuster, die der Chris mir quasi anschminkt und die Jungs müssen entsprechend darauf reagieren und mich versorgen. Also, in diesem Szenario bin ich bei Bewusstsein, bin angeschossen, mehrfach und das Ereignis spielt sich noch ab, aber nicht hier, sondern ein wenig weiter von uns entfernt. Das heißt, jetzt geht's gleich los. Wir müssen dann noch die Info kriegen, wann er losschießt und dann geht das los, genau. Mit echten Schüssen. Mit echten Schüssen. Richtig. Ich bin getroffen, Jungs. Ist die Situation sicher? Hier, ich bin getroffen. Sicher, aber es läuft auf Shooter-Event, also... Läuft noch ich bin getroffen. Die verfolgen den da hinten. Die verfolgen den, aber hier ist sicher. Okay. Nur hier, ja? Nein, ich bin auch am Bein getroffen, hier im Rücken oder so. Gib mir den. Ich nehme den. Blut jetzt, ja. Da ist kein Blut. Am Bein war Blut. Hattest du Blut? Da ist Blut, genau, da blutet stark. Starke Blutung an der Stelle. Oh fuck! Hab ich noch ein Brett drin? Nee. Also aber die Blutung ist nicht so stark. Ne? Die ist nicht so stark. Die ist nicht so ganz so stark. Ja, dann müssen wir es so. Mein Bein! Fuck, der hat mich getroffen! Fuck! 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 Ich hab auch irgendwann einen fucking Rücken, ich weiß nicht, was es ist. Wird es ein bisschen wehtun? Fuck! Drehen wir auf die Seite. Drehen wir auf die Seite. Im Nackenbereich ist da blutet es jetzt schon stark raus. Oh fuck. Hier im Nacken jetzt. Ja. Fuck. Bleiben Sie. Hallo. Hallo. Bleiben Sie bei mir. Atmung ist noch vorhanden, aber Patient ist bewusstlos geworden. Bleiben Sie bei mir. Hallo. Hallo! Ist aber schon eine stabile Seitenlage, ne? Ja, ist er eigentlich. Ja. Bleiben Sie bei mir. So, jetzt merkst du, jetzt hast du nämlich nichts mehr zum Draufdrücken. Jetzt nimmst du die restliche Gase, legst die drauf und drückst dann drauf. Sehr gut. Übungsende. Dankeschön. Also die erste Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, wie habt ihr euch jetzt gerade gefühlt? Habt ihr euch sicher gefühlt? Hattet ihr Angst? War es für euch
komplett vorstellbar? War es unvorstellbar? Wart ihr in der Situation für euch drinne? Seid ihr angekommen? Hattet ihr das Gefühl, dass euer Kumpel, den ihr eigentlich kennt, der da jetzt liegt, aber wirklich verletzt ist? War noch ansprechbar. Ich war trotzdem ein bisschen überfordert, weil erstmal gucken muss, wo ist jetzt eigentlich die größte Gefahr aus jetzt? Also jetzt auch am Körper, was ist jetzt die größte Wunde? Weil das am Bein unten habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das war eine Übungskünstlichkeit, das war schlecht darzustellen, deswegen habe ich dir dann gesagt. Vor allem halt auch, weil ich ja oben erst auf die Wunde rauf bin, wo das Blut eh ist, und dann hatte ich ein Blut an den Handschuhen dran und dann unten, dann, das muss man immer abwischen normalerweise, ne? Ja, genau, du wischst ab. Also ich hatte halt die ganze Zeit Blut schon dran und da ich nicht genau, ob es jetzt von unten kommt, das Blut vom Bein, oder ob es jetzt vorher schon da war. Sicher gefühlt, sagen wir mal so, dadurch, dass da noch Schüsse kamen, war es halt schwierig. Ich weiß nicht, wäre das jetzt wirklich eine echte Situation, ob ich dann... Hast du dich in deiner Handlung sicher gefühlt? Also ab dem Moment, wo wir dann wirklich da... wieder drin waren in diesem Geschehen, hast du das ja so ein bisschen, es war zwar da, aber du warst dann wirklich nur da halt in dem Punkt. So, und dann haben wir eigentlich relativ schnell gewusst, was wir machen können. Das Ding ist nur einzuschätzen, wo die schwerere Verletzung ist und wo die leichtere ist, wo man was am besten benutzt. Das ist die Übungskünstlichkeit, halt, genau. Da habe ich ja dann aber danach geholfen, dass es in diese Richtung läuft, in die wir wollen. Genau, die Maßnahmen kamen, Swarm Packing wurde erkannt, das im Nacken, ne, haben wir darüber gesprochen, Achseln und Nacken und Leistenbereich, wo Swarm Packing stattfinden. Oben, das hier war einfach nur eine Wunde vom Fallen oder ein Streifschuss, der hat halt geblutet, musste mit einer Israeli-Bandage versorgt werden und das Bein war halt eine richtig blutende arterielle Wunde. Das konnten wir jetzt nicht so schön darstellen wegen der Übungskünstlichkeit, aber es hat dann doch funktioniert. Tourniquet-Anlage kam, ihr habt gemerkt, dass er bewusstlos ist, er ist in stabile Seitenlage gekommen. Also es kamen alle Maßnahmen, die hätten kommen müssen. Natürlich kommen die nicht mit einer Sicherheit, als wenn du das 15 Mal am Tag gemacht hast. Auch nicht so schnell. Aber vom zeitlichen Ablauf her war das vollkommen in Ordnung. Die Maßnahmen kamen, das ist das Wichtigste. Ihr habt auch die Gefahren erkannt und ihr habt euch auch nicht groß aus der Ruhe bringen lassen, als dann die Schüsse losgingen. Klar, ich glaube, Chris war dann kurz in einer Fight-or-Flight-Situation so. Das hat man, glaube ich, ziemlich gut gesehen, aber kurz so, okay. Hat sich dann aber auch dafür entschieden, erstmal hier den Patienten jetzt zu versorgen. Das war der euch, Szenario war ja, du warst der zugewiesene Polizist, bist vorgerannt, hattest ein bisschen Abstand und die sind hinterher und haben dich so vorgefunden. Sonst hat es mir gut gefallen, muss ich sagen. Also dafür, dass halt einfach ein Stop-the-Bleed-Kurs war, der ein bisschen erweitert ist, wo wir von vornherein gesagt haben, was wir nicht machen, ist taktische Medizin. Deswegen haben wir auch groß keine Algorithmen oder so mit reingenommen, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Sondern wir machen wirklich hands-on, viel Übung, viel praktisch und dafür hat mir das gut gefallen, ja. Muss ich so sagen. Was echt ein bisschen nervig war, war diese Verpackung, weil die ja nicht so eine Sollbruchstelle irgendwie hat. Aber soll ich dir sagen, was? Mit den genau so ist es in der Realität. Ja. Leute, so schnell geht ein Tag vorbei. Vielen Dank an die Jungs, vor allem auch an Chris für den Stop-the-Bleed-Kurs, für die praxisnahe Anleitung, wie man jetzt ja, die Menschen versorgt im Notfall. Alles unten verlinkt, ob es jetzt das IFAK ist, ob es US-Cops ist, alles unten verlinkt. Gerne mal reingucken, für die Leute, die es interessiert. Alles unten verlinkt und bis dahin, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns in Amerika. Wir sehen uns in Amerika. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao. Suspect in the suspect.